Herzlich willkommen auf Moody Goodyshine, ich bin's euer Laser und heute zu dem Review zum Rex X Promo 1. Es ist eigentlich nur der Rex X Promo, 1 gibt's eigentlich gar nicht, aber ich sag die 1, damit die Leute wissen, dass es die erste Version ist, die es damals bei Conrad zu kaufen gab. Ja, wir haben hier den Rex Promo 1, ich sag jetzt einfach mal 1 so, damit jeder Bescheid weiß. Und ja, was soll ich sagen, ich habe den schon seit, das ist echt ein Urgestein. Ist auch noch die allererste Karo. Wir sehen hier langsam ja, Brüche wegen der Magnethalterung. Hätte ich mir sparen sollen. Die Karo sehr dünn. Bricht schnell oder reißt schnell. Hier auch am Seilzug. Ist ein bisschen dünn, die ganze Karo-Geschichte hier. Und ja. Aber hat wirklich jetzt fast, oh, ich weiß gar nicht, 7, 8, 9 Jahre. Ich weiß nicht, wie alt er jetzt mittlerweile ist. Ich glaube von 2004. Oder 2003, ich habe keine Ahnung, müsste ich nachgucken. Werde ich ansonsten hier einblenden, wie alt der jetzt schon mittlerweile ist. Hat er echt schon viele Jahre auf dem Buckel. Und wie gesagt, das ist die allererste Version, die Conrad damals als 4WD verkauft hat. Wohlgemerkt, als 4WD noch. Und hier auch mit dem Stabi-Z, mit der Stange. Und hier hinten auch noch mit der Stange. Und ja, das ist das Urgestein. Also das ist der allererste Rex. Und was ich mit dem schon alles erlebt habe. Wir haben so viel mit dem schon gemacht und erlebt und getan. Und der ist mir abgehauen. Die einzigsten Schäden sind durch Eigenverschulden oder durch den Failsafe-Störung damals. Dann durch Eigenverschulden, weil ich gegen Stein gefahren bin. Und ansonsten ist mir eigentlich an dem Auto fast noch nichts kaputt gegangen, außer am Originalmotor. Der hat aber ziemlich viele Jahre gehalten, muss ich sagen. Das war der 21er in Blau. Der hat ziemlich lange gehalten. Die Kugellager vorne in der Glocke musste man sofort austauschen. Das waren so Nadellager oder wie die hießen. Die waren richtig schlecht. Die mussten hier ausgetauscht werden. Da habe ich gleich eine neue Glocke mit anderen Kugellagern genommen. Und schon war das Problem beseitigt. Ansonsten ist der Rex ein sehr, sehr, sehr schönes Auto. Und das sieht man auch. Also wirklich ein tolles Auto. Und hat viel mitgemacht, hat wirklich schon viel hinter sich und funktioniert auch noch einwandfrei. Ich hatte ihn zuletzt als Gorilla-Plastikmodell umgebaut und da hat er echt gelitten. Aber die Bodenplatte ist heil geblieben. Also die Bodenplatte ist auch noch die allererste. Wir sehen, die hat sich nicht verbogen oder so. Die ist immer noch schön. Hier ist auch noch das allererste Rilly. Der erste Rilly-Aufkleber ist hier auch noch drauf. Aber guckt euch diese Kratzer an, was der Wagen schon alles erlebt hat. Hier steckt Geschichte drin. Also der hat echt schon viel mitgemacht. Ja, worauf möchte ich eingehen? Ich möchte hier auf die Buchsen eingehen. Und wir wissen ja, wie viele Jahre der im Verbrennerbetrieb war. Und wir sehen hier die Buchsen, keine Abnutzung, genauso wie hier die Knochen, keine Abnutzung. Also das sind immer noch die allerersten Knochen. Und wenn ihr überlegt, wie viele Jahre der jetzt schon alt ist, ebenso die Stoßdämpfer, wobei ich sagen muss, dass die Stoßdämpfer eigentlich nur noch funktionieren durch die Feder, glaube ich. Ob die noch eine richtige Wirkung haben mit dem Öl, was innen drin ist. Ja, vielleicht mag ich aber nicht mehr dran glauben, dass das wirklich noch hier mit dem Öl zusammen funktioniert. Ich glaube, die müssten mal nach so langer Zeit ausgetauscht werden. Ansonsten haben diese Stoßdämpfer richtig lange gehalten und das ist wirklich abartig. Genauso wie vorne. Vorne genau das gleiche Spiel, die Knochen, die Buchsen. Hier sind noch die guten verbaut und nicht das billige. Was mir hier mal passiert ist, ist, dass ich hier meine Schraube verloren habe. Ansonsten war es das. Also hier die Schrauben müsst ihr unbedingt sichern. Die fallen gerne mal raus. Das sind die Schwachstellen, die Schrauben hier. Was ich jetzt mitgekriegt habe am neuen Rex sind die ja, Knochen hier vorne, sollen sehr schlecht sein. Aber auch hier in dem Kit, was damit bei ist, in diesem 4WD-Kit. Was noch, dieses Zweiganggetriebe soll nicht so gut sein oder soll nicht so richtig funktionieren. Aber weiß ich nicht, habe ich nur von Hören und Sagen. Selber getestet habe ich es noch nicht. Ja, ansonsten waren das so die Schwachstellen. Was ich noch bemängel, ist hier hinten die Konstruktion mit dem Flügel. Der Flügel ist hier mit am Differential dran. Und solltet ihr mal hier richtig krass aufkommen, also hier gegen knallen, dann bricht euch das hier an der Halterung, die ihr hier seht. Und das Ganze hier ist unbrauchbar, weil das der komplette Deckel ist vom oberen Differential. Das heißt, das hier ist eigentlich so ein Schwachpunkt, wo der Flügel mit dran hängt. Weil wenn ihr hier richtig krass drauf knallt und das hier wegbricht, müsst ihr den oberen Differentialdeckel neu holen. Und ja, das ist natürlich ein Aufwand, das zu reparieren, ist ziemlich groß. Vorne ist es genauso. Das heißt,
Die Brücke vorne ist mit dem oberen Differentialdeckel verbunden und solltet ihr hier mal gegenknallen oder richtig draufknallen und das bricht euch hier, müsst ihr auch den oberen Deckel austauschen. Das sind so, finde ich, die einzigen negativen Punkte bei dem Auto. Ansonsten habe ich keine gefunden. Ansonsten funktioniert das Auto wirklich sehr gut. Was habe ich noch bei dem neuen Modell zu bemängeln? Nicht bei dem alten. Bei dem neuen Modell ist es so, wir haben hier das alte Modell, sind hier noch so Klipse mit Stangen. Das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Wenn ihr könnt, rüstet das bei eurem neuen Modell um, wenn es klappt. Weil das neue Modell hat schraubbare Stangen. Das heißt, lange Stange mit Endgewinde kommt rein und hinten genauso. Wird hier reingedreht und dann ist das Gewinde nur in diesem Stück Plastik hier drin. Und das dreht sich irgendwann raus. Und dann verliert ihr die Stangen. Das geht super schnell. Ist bei dem alten nicht möglich durch die Klipse. Also es funktioniert definitiv besser. Und ist in dem Sinne auch nur eine Empfehlung, das nachzurüsten. Ja, ansonsten finde ich den Rex Promo 1 in der Version, wie er hier steht, einfach nur top. Ist ein toller Buggy, hat viel mitgemacht, wirklich viel mitgemacht. Und das Einzige, was ich bis zu der Zeit ausgetauscht habe, sind die Reifen, die Glocke, der Motor, weil der irgendwann aufgegeben hat oder alt wurde. Die Differentiale sind alle noch die gleichen, die Knochen sind alle noch die gleichen, die Aluteile habe ich ausgetauscht, aber ich habe die anderen auch noch, die sind auch wieder blitzblank sauber. Das wird demnächst wieder umgebaut. Die Stoßdämpfer sind sehr gut, aber nach jetzt, wenn ich es mir jetzt so angucke, ist langsam mal Zeit, die auszutauschen. Also nach 7 oder 8 Jahren, ich weiß nicht, wie alt der ist, ist das, glaube ich, verkraftbar, dass man hier mal die Stoßdämpfer austauscht. Ja, das werde ich wohl demnächst mal machen. Wie gesagt, putzen muss ich ihn auch noch. Das kommt auch noch hinzu. Ansonsten ein sehr geiles Auto. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wie jetzt die neuen Modelle sind, kann ich euch nicht sagen. Ich habe nur von den neuen Modellen nur Schlechtes gehört. Und ich weiß nicht, ob man sich ein neues Modell noch holen sollte. Kann ich euch echt nicht empfehlen, weiß ich nicht. Müsst ihr jemanden fragen, der das neue Modell hat. Eventuell könnte man die neuen Modelle ja ein bisschen ummodellieren. Das heißt, man holt sich das 4WD-System, baut hier die Stangen um. Und ja, ob es dann immer noch so gut funktioniert, kann ich euch nicht sagen. Weiß ich nicht. Müsst ihr jemanden fragen, der den neuen Rex besitzt. Da seid ihr bei mir falsch. Das ist hier, wie gesagt, noch der allererste und der ist einfach nur top. Ja, bei dem neuen habe ich gehört, soll man auch hier die Stangen regelmäßig oder die Schrauben regelmäßig verlieren. Weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe nur einmal meine verloren und das war's. Ja, ansonsten hatte ich nie große Kosten mit dem. Also mit dem hatte ich echt wenig Kosten. Das ist wirklich ein tolles Auto gewesen. Ja, wenn ihr den Rex Promo 1 noch bekommen könnt mit der Original-Karo, dann kriegt ihr von mir hier auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung. Zu dem neuen Rex kann ich nichts sagen. Werde ich auch nichts sagen, weil da habe ich keine Ahnung zu. Und da enthalte ich mich. Ja, ansonsten toller Rex. Schönes Auto. Euer Laser. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss.